Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren hier beim letzten Mal am Flughafen wieder angelangt. Und Chris Redfield und sind dabei, uns die drei Militärausweise zu holen. Wir waren jetzt allerdings hier bei diesem komischen Rätsel stehen geblieben, was ich irgendwie immer noch nicht geblickt habe. Ich probiere jetzt einfach mal Folgendes aus. Ich werde jetzt einmal einfach so lange auf die 3 drücken, bis nichts mehr geht. Und dann einmal so lange auf die 5 drücken, bis nichts mehr geht. Und dann mal gucken, was dann passiert. Also, mal gucken. Also wie gesagt, ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, was das angeht, dieses Rätsel. Also ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. So, jetzt geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Aber das ist jetzt auch voll, ne? 10 Liter. Okay. Ja, und jetzt? Wir haben es... Wartet mal. Wir haben es jetzt gerade voll gemacht auf 10 Liter. Müssen wir jetzt die 5... Die 5 machen wahrscheinlich? Und dann nochmal die 3, oder was? Und dass das auf die Linie kommt, oder was? Ey, ich glaube, ich hab's. Hab ich's? Ha! War doch gar nicht so schwer. ja, alles klar. Ja, natürlich. Jetzt kommen sie, ne? Jetzt kommen sie. Die Zombies haben wir beim letzten Mal schon gesehen, aber die beschützen da Schrotbuddy. Na komm. Wie diese geile Bucke hier, ey. So. Ah! Alter, geh weg. So, okay, der ist kaputt. Kommt ihr jetzt mal hier hin oder was ist hier los? Ja, da kommen sie. Zombies direkt am Anfang. Diese Bucke. Nein, nicht nachladen, Chris. Alter. Boah, Glück gehabt. Ah, verdammt. Tritt ihn kaputt. Okay, und lauf. Und schieß. Was? Warum zielst du nicht? Warum zielst du nicht? Da. Alles klar. Wunderbar. Weil die Shotgun-Buni hätte ich gerne. Dieses Gerät kontrolliert jetzt den Öldruck der Brücke. Also richtig verstanden habe ich dieses Rätsel jetzt immer noch nicht. Aber gut, wir haben es halt irgendwie geschafft. Keine Ahnung. Egal. Wir haben keine Pistolen-Buni mehr. Das ist blöd. Aber hier, guck mal. Wir haben hier die Shotgun-Buni. Und die ist doch deutlich mehr wert als die Pistolen-Buni. Haben wir hier noch was? Haben wir hier Heilung oder so? Ich könnte gerne mal Heilung gebrauchen. Ich meine, ich weiß, dass wir noch eine kriegen, aber... Mehr gibt's hier nicht, okay. Aber wir haben das Rätsel gelöst. Ist das nicht cool? Und ich glaube, dann können wir jetzt tatsächlich weitermachen und die Brücke runterfahren. Und uns dann auf den Weg zu den drei Ausweisen machen. Sehr schön. Yo, hier dieses geile actionreiche Szene hier. Genau, und dann hier, Hebel, Hebel umlegen, Brücke runter, zack. Oi. Brücke geht runter. Und wir können rüber, alles klar, in den alten Bereich. Das heißt aber auch, dass wir theoretisch nochmal in dieses Anwesen können, oder? Können wir da jetzt in dieses Anwesen? Das wäre ja mega genial, wenn wir das jetzt könnten. So, wartet mal. Kiste. Soll ich noch irgendwas anderes mitnehmen? Item-mäßig? Ich guck noch mal kurz in der Kiste. Ob wir da irgendwas mitnehmen können noch. An Heilung oder so, weil ich habe komplett nur noch eine Heilung. Das ist doch blöd, Freunde. Ja, wobei, speichern könnten wir theoretisch mal. Oh Gott, schaut euch die Items an. Ich habe hier wirklich fast... Ja, wobei doch. Einiges an Munition, wie gesagt. Und die Waffe haben wir ja auch noch. Was machen wir denn damit? Wenn wir jetzt keine Pistolen-Muni mehr haben.
Sollen wir vielleicht mit dem Sturmgewehr rumrennen? Ja, komm. Wir rennen da mit dem Sturmgewehr rum, mutig wie wir sind. Die 50% da, die gehen wahrscheinlich erst, wenn die Waffe auf 50% ist. Ansonsten können wir das erstmal so lassen. Schade, dass wir die nicht aufladen können. Calico M100P. Gut, Chris, dann rüste mal deine Kalaschnikow aus hier. Yeah. Da. Wunderbar. Okay. Nach dieser Slow-Mo-Drehung kümmern wir uns mal um den Bereich da vorne am Aquarium. Genau. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffe, dass es euch gut geht soweit. Und ja, Wetter wird wieder wärmer draußen. Finde ich gut. 25 Grad steht hier gerade. Ja. Und sonnig. Also von der Sonne sehe ich gerade nicht so viel zu... Alter! Was zur... Ich war hier gerade am Smalltalk machen, da kommt da auf einmal ein Hunter angesprungen. Was soll das denn hier? Ach, du blödes Ding, ey. Mann! Wie viele Schüsse brauchst du bitte? A3, okay. Warum ist das schon wieder gelb? Da kommt da auf einmal ein Hunter angesprungen, ich glaub's nicht. Ich wollte eigentlich speichern, aber okay, komm. Ich nutze ja hier die Quick-Saves, deswegen... halb so wild. So, was haben wir hier? Zombies, sehr gut, da können wir ja dann... Oh, cool, guck mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Interessant. Auf jeden Fall liegt hier Shotgun-Rudi. Und die müssen wir uns aufsparen, ganz dringend. Guck mal, der brennt. Das ist so realistisch gemacht. Der brennt einfach. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt wirklich diese Shotgun-Body für die Zombies nehmen sollen. Diese Kalaschnikow gegen die Zombies nehmen sollen. Boah, guck mal. Bam. Ah, nehmen wir die mal für die Zombies. Die sind schon tot. Haha, das ist natürlich 10% verbraucht. Da können wir schön Body mitsparen. Oh Gott, und er krüppelt sich hier einen ab. Sorry, Chris. tut mir leid, dass du jetzt hier im gelben Bereich rumdoxeln musst, ey. Och, nö, ey. Jetzt rennen die Dinger hier überall rum. Aua. Bin ich rot? Shit. Ja, komm. Dann nutzt deine letzte Heilung. Du stehst immer noch auf, oder was? Nein, okay. Was? Es ist leer. Das hier auch? Es ist leer. Verdammt. Na gut. Ich habe keine Heilung mehr. So, jetzt müssen wir aufpassen. Das Gerät sorgt für die Stromzufuhr des Lifts. Unterbrechen? Ja. Und schaut mal, da können wir da gleich die... 3 Ausweise rausnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die nochmal brauchen. Krass. Ja. Der Heeresausweis. Dann haben wir den Marineausweis, ne? Ja. Und der letzte war, glaube ich, der Pilotenausweis. Luftwaffenausweis, ja. Okay. Das heißt, wir haben jetzt wieder unsere 3 Ausweise. Ja. Für unser... Der Scheißhunter. Für unser Schloss in der Trainingsanlage. Und das finde ich super. So, können wir denn hier jetzt noch was machen, wenn wir hier zurückgehen? Ich brauche Heilung, verdammt. Ich habe nur noch, ich habe gar nichts mehr an Heilung. Oh Mann. Diese blöden Dreckshunter. Wir können tatsächlich wieder hier... Okay, interessant. Haben wir hier in der Ecke irgendwas? Nee. Okay, wir können tatsächlich wieder hoch? Das ist ja cool. Können wir hier... Die Luke ist geschlossen. Scheinbar hat jemand das U-Boot benutzt. Schade. Schade, Chef. Ich wäre gern wieder zurückgegangen. Okay, das war dann wohl nichts. Schade.
Yeah, Chris nimmt 3 Stufen auf einmal beim Unterlaufen. Sehr sportlicher Mann. Sehr sportlicher Mensch, der Chris. So, na gut, dann ist was anders angeht. Dann müssen wir jetzt tatsächlich einfach wieder zurück. Wieder hier vorbei, an dem Aquarium. Und, ja, dann wieder Richtung militärische Trainingsanlage. Und da, was da auf mich wartet, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ohne Witz. So, aber wir müssen halt hin. Wieder raus hier aus diesem Flughafen tatsächlich, ja. Einfach hier geradeaus. Nochmal im Speicherraum vorbei, da nehme ich mir jetzt halt meine letzte Heilung mit. Weil ein grünes Kraut hatten wir ja tatsächlich noch, ne? Hier in der Kiste. Und jetzt speichere ich einfach mal. Der Atmosphäre willen. So, wir haben noch diesen Feuerlöscher. Aber gut, ich meine, wir haben jetzt natürlich keine Hammerwaffe mit Chris, ne? Könnte ein bisschen problematisch werden, aber gut. Wir haben ja noch hier... Scheiße! Vergesst, was ich gesagt habe. Wir haben gar keine Heilung mehr. Oh Gott. Oh Mann. Oh, verdammt. Das ist schon gemein gerade. Ohne Heilung in Resident Evil rumzulaufen. Das ist schon gemein. Na gut, das Spiel will es halt so, ne? Ich hoffe, dass die Hunter jetzt weg sind hier. Warum geht die Musik weg? Warum macht ihr die Musik aus? Warum? Ich renne. Ich renne einfach. Oh Gott, was sind das denn für welche? Das sind rote Hunter. Was? Was war das denn? Scheiße, die sind einfach wieder da. Rote Hunter? Wir sind aber noch im grünen Bereich. Warte mal, lad mal nach, Chris. Kombiniere damit. So, dann wieder mit der Drehscheibe runterfahren. Oh Gott. Oh, er schreckt mich nicht. Ah, guck mal, da liegt doch was in der Ecke. Oder was ist das da? Da liegt doch was. Ah ne, das ist nur ein Stein. Schade. Es sah jetzt am Anfang so aus wie Shotgun-Bunny. Aber gut. Gut, dann... Ach, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Da oben. Hey, 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 Moment mal. Da oben liegt was drauf. Das war die Kiste. Ah, okay, ich verstehe es. Ja, ich verstehe. Ihr wollt, dass ich die Kiste nach da vorne schiebe. Genau. Für die Brandmunition da oben. Für die Brandpfeile, ja. Aber die Armbrust hat halt Claire. Das ist das Problem, Chris. Die Armbrust hat Claire. Dann kommen wir da nämlich auch so hoch. Hoffe ich. Nein, wir kommen nicht hoch. Verdammt. Scheiße. Wie kommen wir denn da dran, sagt man? Da musst du einfach... Jetzt haben wir das hier verkackt. Verdammt. Oder können wir das nicht wieder in die Richtung schieben? Nee. Er will nicht. Na gut, dann, keine Ahnung. Fahr halt wieder runter mit dem Ding. Keine Ahnung. Vielleicht resettet es das ja wieder. Wer weiß. Weg von diesen blöden roten Huntern, ey. Das sind mutierte Hunter, habe ich das Gefühl, ja. Jetzt stehen sie da an der Wand. Ach, die sind doch gemein. Jetzt stehen die Kisten da an der Wand. Wie komme ich denn da oben dran? Wie kommen wir denn da oben dran, Freunde? Und dahinter ist auch noch eine Tür. Da ist auch noch eine Tür, wo wir irgendwie hinkommen. Ah, okay. Und die
Die Frage ist, was machen wir? Ah, genau, die drei Ausweise, ne? Wir haben eigentlich noch genug hier. Ich würde ganz gerne jetzt auch die Sache mit der blauen Karte würde ich jetzt endlich mal erledigen wollen. Zombies! Ja, danke. Zombies gehen aber. Da hatte ich meine Kalaschnikow für. So. Die gehen ja relativ schnell mit der Kalaschnikow. Wo seid ihr? Wo seid... Ach, da, okay. Tak, 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 tak. Maschinengewehr. Sturmgewehr hier. So, der ist tot. Schön Munition sparen. Da ist er. Tak, 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 tak. So. Und er ist auch down. Sehr gut. Warum kommen hier eigentlich die Gegner immer wieder? Das ist gemein, wisst ihr das? 74%. Ja, das Ding ist relativ effektiv, muss man sagen. Gegen Zombies. Also, wenn man bedenkt, dass wir ja noch 50% im Inventar haben. Na, also das ist schon gut. Jetzt sag mir bitte nicht... Nee, oder? Ach so, doch, wir haben... Ach, Gott sei Dank. Wir haben die Shotgun im Inventar. Ich dachte schon, wir hätten die nicht mehr. Warte, da kommen wir nicht... Nee, wir kommen da nicht raus. Das heißt, wir müssen hier... tatsächlich einfach wieder hochfahren. Ganz nach oben mit dem Aufzug. Dann hätte ich gerne einen Speicherraum für da vorne. Weil ich möchte gerne noch diese blaue Karte endlich loswerden. Und mich da dann nochmal umgucken. Da waren wir ja noch gar nicht, ne? Den Bereich... So, B1F. Ja, mach mal B... Verdammt. Ich bin wieder rausgegangen einfach. Na, super. Super doll. So kann man die Zeit natürlich auch verplempern. Aber gut, Freunde. Wir haben nach wie vor Fortschritt. Ich würde mich aber schon über Heilung freuen. Mach mal 2F. So. Ganz nach oben, bitte. Da unten ist der Raum mit dem... Ah, nee, das war falsch. Weil da kommen wir ja nicht raus, oder? Da kommen wir nicht raus zum Panzer. Oder kommen wir da raus zum Panzer? Kommen wir hier raus zum Panzer? Ne, es ist tatsächlich unten. Okay, falsch. Meine Fresse, diese Anlage. Die macht mich schon verrückt, sag ich mal. So. Wir müssen in 1F. Genau. Diese Anlage ist so verwirrend. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Es ist so verwirrend. Verwirrend hoch 100. Aber hey, wir... Ist jetzt hier wieder eine Kamera? Das wäre unfair. Das wäre tatsächlich sehr unfair, muss ich sagen. Aber gut, legen wir erstmal diese drei Ausweise ab hier. Tada, genau hier. Etwas steht neben der Hüllung. Sammle drei Amin, um den Weg zu öffnen. Ja, dann würde ich sagen, pack einfach die Ausweise rein, Chris. Wir haben ja alle drei. Sehr schön. Und die passen sogar. Wunderbar. Wir machen das Gold richtig. Sehr schön. Jetzt nur noch blau. Und ihr seht ja die Farbe, ne? Blau. Genau. Zack, und es ist aus. Ein Hebel. Umlegen, ja. Legt diesen geheimen Hebel um. Ha, und wir kommen da hinten an die Items dran. Oh Gott sei Dank, wir haben wieder Heilung. Und es öffnet sich ein Gang mit einer Leiter. Aber möchte ich erstmal tatsächlich noch nicht machen. Wir haben ein grünes Kraut hier. Aber dafür zweimal Shotgun-Muni. Die meinen es einfach zu gut mit der Shotgun-Muni. Aber wartet mal. Wenn ich jetzt den Aufzug nach unten nehme, funktioniert das irgendwie?
dass wir hier hinkommen. Mit der Shotgun. Weil ich würde schon ganz gerne... Nein, das ist unfair! Nein! Oh, Gott sei Dank. Boah, die Dreckskamera. Wo ist hier der nächste Speicherraum? Ich habe halt das Gebiet nicht im Kopf. Unten ist keiner. 1F ist keiner. 2F. Da ist auch keiner, aber ich möchte kurz auf die Karte gucken, wo der nächste Speicherraum ist, weil da würde ich mir ganz gerne den Bereich mit der blauen Karte nochmal genauer anschauen. So, wo ist hier der nächste Speicherraum? Da ist nur eine... Ich brauche eine Kiste! Ja, da, ach, da unten, ne? Ja, aber wenn ich jetzt die Shotgun wieder nehme... Das ist so blöd, ne? Dass man sich da entscheiden muss. Aber ich will die Shotgun mitnehmen, ganz klar. Weil gegen Hunter... So, wir gehen wieder ganz runter, bitte. Weil gegen Hunter brauche ich definitiv die Shotgun. Da möchte ich keine Granaten für verschwenden. Nein, nein, nein. Und alles andere bringt nichts. Das ist ja leider das Problem. Alles andere bringt nichts. So. Dann hier nochmal runter. Wenn wir die Shotgun nämlich jetzt nehmen, dann fährt sich die Leiter hier wieder hoch, ne? Nimm die Shotty. So. Ist auch mutig, wie ich hier nur mit meiner AK-47 rumrenne. Schon wieder bei 22 Minuten. Wie lange halten wir uns denn dieses Gebiet auf, ey? So. Gut, dann würde ich jetzt ganz gerne den Speicherraum, die blaue Karte holen. Dann das als letzte Aktion in diesem Part nochmal dieses Gebiet da erkunden. Mit der blauen Karte. Ja, hier sind ja die blöden Spinnen, okay. Stimmt. Aber hier ist der Speicherraum. Sehr gut. Aber an den Spinnen können wir ja zum Glück einfach vorbeilaufen. So, blaue Karte bitte. Aber sonst nichts mehr. Nimm mal diese Munition mit. Ich denke mal, die werden wir brauchen. Gut. Dann gucken wir uns noch mal den Bereich bei der blauen Karte an. Und danach machen wir Schluss für heute. Hab schon wieder anderthalb Stunden aufgenommen. So, einfach laufen. Einfach laufen, nichts machen, einfach runter. Die machen ja zum Glück nichts. Ja, die krabbeln ja nur an der Decke rum. Und spritzen ab und zu mal mit Gift. Die beiden roten, die haben wir leider schon benutzt. Das ist das Problem, ey. So kommen wir hier nicht irgendwie nach draußen, wenn wir jetzt hier weitergehen. Da kommen wir zu der Leiter. Die führt nach da. Die führt nach da. Dann können wir da. Dann können wir da wieder mit der Drehbrücke fahren. Aber die Drehbrücke fährt woanders hin. Ne, ich glaube, wir kommen da tatsächlich so nicht raus. Das heißt, wir müssen das Ding wieder ablegen. Ja. Häng die wieder rein. Das wäre so bitter, weil wir die jetzt nicht mitnehmen könnten. Das ist alles nur wegen diesem blöden Aufzug da draußen. Aber vielleicht bringt es ja was jetzt hier mit der Abkürzung. Ich hoffe doch mal. Meine Güte. Ich hoffe es doch mal. So, ich weiß, die Folge ist zwar voll, aber das mache ich jetzt noch. Da habe ich jetzt einfach noch Lust drauf. Holy shit. Hier ist irgendwie Gas. Der Raum ist voller Giftgas. So kann ich unmöglich heruntergehen. Okay. Wie kommen wir denn da an? Hey, wo war das denn jetzt nochmal? Der Raum ist voller Giftgas.
Aha. Doch unten. Doch unten. Ja, ja, doch nach unten. Dann doch über unten. Kommen wir dann dahin oder was? Ja, genau. Über unten und dann... Hä? Wartet mal. Doch, über unten. Dann müssen wir ja irgendwo... Wie kamen wir denn jetzt nochmal? Warte mal, wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade dort. Ich nehme die Shotgun einfach nochmal mit. Ja, sorry, dass das jetzt gerade ein bisschen verwirrend ist, aber... Ich will halt... Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass das Ding hochfährt. Ich will doch einfach nur... diesen Raum Giftgasraum da. So. Müssen wir da wieder hoch? Hier geradeaus wieder hoch, genau. Und dann nochmal auf die Karte gucken. Ich arbeite sehr viel mit der Karte hier. Dann sind wir jetzt wieder hier. Wenn wir da mit der Drehscheibe fahren, dann kommen wir... Nee, das passt auch nicht. Ah, okay. Und wenn wir da... Aber wie kommen wir da oben hin? Da waren wir eben. Flughafen braucht man nicht mehr. Mann, diese Trainingsanlage. Oder mit dem Fahrstuhl. Ne, mit dem Fahrstuhl geht das auch nicht. Och, wie kommen wir denn jetzt da hin? Zu dem blöden Panzer da auch. Wartet mal. Das war da mit dem... Aha. Das ist gerade richtiger Gedankenschmalz hier. Was war dann da mit dem Ding runterfahren? Dann dahin, dann können wir da schon den Panzer machen. Aber ich würde ja gerne... Auf die andere Seite da, Mensch. Wie kam man da nochmal hin? Ah, mit der Drehscheibe. Dann sind wir ja doch richtig. Dann sind wir ja doch goldrichtig hier mit der Drehscheibe. Alles klar, da müssen wir nochmal mit der Drehscheibe fahren. Mein Gott. Was ist das kompliziert hier? Das kann man sich aber auch einfacher programmieren, finde ich, als Spiel. Naja, gut. Fahr nochmal mit der Drehscheibe. Dann fahren wir da jetzt nochmal hoch. Anstrengend. Anstrengend, dieser Gehirnschmalz, ne? Aber gut. So. Dann sind wir jetzt wieder hier. Vielleicht kommt man ja von der anderen Seite da oben dran, ne? Das wär's doch. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Und da können wir hier rein. Hier rein. Und dann sind wir schon fast da. Okay. Und dann können wir da auch auf die andere Seite von dem Bereich da mit dem Gift. Den Bereich möchte ich mir jetzt noch angucken. Sorry, wenn die Folge überlänger hat, aber das kommt heute noch. Da bin ich stur. Da bin ich jetzt einfach mal stur. So, genau hier. Und genau hier runter. Ach mein Gott, endlich. So, hier runter, diese Leiter. Mensch. So, und dann können wir da endlich das Tor aufmachen. Und dann... So, ups, das war gerade... Okay, das war gerade was anderes. So, jetzt können wir vielleicht auch den Hebel hier bewegen. Das ist die Sicherung für den Ventilator. Ja, guck mal. Den Ventilator können wir einschalten. Und so verzieht sich das Giftgas. Und es rennen Zombies da drin rum. Ja, okay. Ein Thema. So, dann machen wir jetzt mal hier diese blaue Karte. So, und die blaue Karte kommt dann aus dem Inventar raus, bitte. Oder?
Ja, die Karte wird nicht mehr benötigt. So, wunderbar. Und da können wir jetzt hier direkt hier uns hier den Weg freischießen. So. Der steht natürlich nochmal auf hier. So. Dann schieß auf den da. Bam. Der ist tot. Wunderbar. So, dann sind wir jetzt hier in diesem Raum. Das ist eine Maschine für die Belüftung. Sie scheint sehr häufig gebraucht worden zu sein. Genau, dann haben wir jetzt hier auch kein Giftgas mehr. Da ist der nächste Zombie. Und baller einfach drauf los hier, so. So. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt auch diese Prozente kombinieren. Wunderbar, da haben wir eine volle Waffe. Sehr schön. So, und was haben wir jetzt davon? Dann können wir hier hin, da waren wir ja beim letzten, da waren wir ja eben. Und sonst können wir ja noch hier hoch. Da können wir rein. Ach, ich finde das cool, dass man es hier nochmal erkunden kann. So. Halt! Nein! Nein! Oh Gott, nein, nicht schon wieder! Drecksding! Oh Mann! Wie im ersten Teil hingehen und. Oh, und tot. Ah, dann sind wir jetzt hier mit der Drehsch. Jetzt ist aber die Drehscheibe nicht da. Die Drehscheibe ist auf der unteren Etage. Jetzt ist wiederum die Drehscheibe nicht da, ne? So, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier eine Tür noch. Oh Gott, das ist ja nochmal der voll neue Bereich hier. Haben wir hier irgendwas? Da sind wir reingekommen, ne? Na gut, Freunde, und da sich dieser Bereich doch noch mehr zieht, würde ich einfach mal sagen, jo, wie es hier weitergeht, sind wir da beim nächsten Mal. Es tut mir leid, ich hatte zwar gesagt, dass ich das noch mache, aber das würde tatsächlich die Folge sprengen. Würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und das eine Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.